Ja, und damit guten Morgen und herzlich willkommen bei Stardew Valley. Moment kurz, ich habe hier ein... So, Mikrofon war schief. Beim fünften Tag? Ja, fünfter Tag des Frühlings. Stardew Valley ist heute sehr motiviert, sehr laut. Schauen wir doch mal, was sagt denn das Wetter? Die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Der Wahrsager. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Okay. Schauen wir mal, was uns draußen erwartet. Oh, hallo. Mani. Hallo, Lilly. Oh. Ja. Okay. Hallo, Lilly. Siehst du die Katze hier? Ja. Ich habe sie heute an deiner Hofeinfahrt gefunden. Was machst du an meiner Hofeinfahrt? Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Es scheint ihr hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ja, doch. Ja, wir adoptieren die Katze. Wie nennen wir denn die Katze? Was sagt denn der Zufallsname? Chitzeli. Aha, ja. Wir nennen sie einfach Mau. So, perfekt. Komm her, Mau. Sei ein braves Kätzchen, ja? Okay. Wir haben jetzt eine Katze namens Mau. An unsere geschätzten Joja-Marktkunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz L61091 Joja GmbH Gesetzesänderung. Ah ja. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Ah ja. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Ah ja, okay. Wir haben unsere Gießkanne schon dabei. Ah ja. So, wir stellen uns mal in die Mitte. Genau, das könnte man nämlich so machen. Die Felder gieße ich übrigens mit, damit die bestimmten... Oh! Unsere Pastinaken sind reif. Das gefällt mir. Blub, 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 blub. So. Ja, hoch, hoch. Fertig, erste Schritte. Yay! Tiere aufziehen, bau einen Hühnerstall, Fortschritt. Erreiche Hoferbald Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Okay, haben wir denn Erstellung? Ah, nee, haben wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gießen schon mal unsere Felder. So. Ja, doch, das Wasser reicht noch. So. Und dann packen wir unsere Gießkanne mal in die Kiste. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir die. Eine lasse ich mal hier. So, den Rest packen wir in unsere Verkaufskiste. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet, wenn wir in die Stadt gehen. Erstmal hier ein Blümchen. Da ist uns nichts mehr.
Oh. Heute ist Tag der Cutscenes. Oh, hallo. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Bulma. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Na, finde ich jetzt nicht. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Aber warum? Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Hier, lass uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jas müssen hier gespielt haben. Ach, die Hütte. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Aber, da war doch... Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ah, da schon wieder. Ich mache mir Sorgen um dich, Lilly. Nee, passt schon, aber da war doch... Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Okay. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Das sah aber nicht aus wie eine Ratte. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Wie praktisch, wir stehen direkt davor, dann machen wir das doch mal. Okay, das hier sieht aus wie ein Aquarium, das wie ein Kamin. Ein schwarzes Brett. Hier wird wahrscheinlich sowas wie das Zimmer vom Bürgermeister gewesen sein. Das hier war mein Tresor. Das hier sieht aus wie ein Heizungskeller. Mit den Rohren und dem Ofen. Was es damit immer auf sich haben könnte. Ist diese Hütte. Was haben wir noch? Sieht aus wie eine Vorratskammer. Das hier wie eine Küche. Und hier unten. Okay. Oh, da war wieder so ein Ding. Okay. Das glitzert. Können wir das? Ah, ja. Mein Symbolisch ist ein bisschen eingerostet. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da erst eine Übersetzung finden. Oder so. Gustus. Okay. Das wird sich aber später noch aufklären. Ich brauche Karpfen, um es auf mein
Schmerzen waren zu reiben. Bitte bring. Hi Pierre. Ich habe gar nicht geguckt, kann man nicht, ich glaube nicht, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir nehmen einfach neben. 1, 2, 3. Ja gut, Gras ist jetzt. Finde ich jetzt nicht so interessant. Boden, Katalog. Ein Setzling können wir uns noch nicht leisten. So, können wir mal direkt verkaufen. Und kaufen uns noch mal Pastinaken-Setzlinge. Damit können wir dann ein. Huch! Ja. Ah, okay, mit Y. Ich habe mich nämlich verdrückt. Ich kenne dich nicht. Wow. Was für eine Unterhaltung. Gucken wir mal, ob hier noch was am Strand liegt. Nee, hier nicht. Hat zwar nicht geregnet, aber nachschauen kann ja auch nicht verkehrt sein. Da liegt noch was. Okay. Dip, 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 dip. Der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Okay. Sag hallo. 26 von 28 Leuten. Ich würde sagen, ist ein guter Schnitt. Dafür, dass wir 5 Tage hier sind. So. Ich glaube, mit dir hatten. Hey, es ist das Bauermädchen. Hast du neue Hosen an? Irgendwas machst du richtig. Oh, fast vergessen. Es ist mein Tag für Liegestützen. Ah ja, okay. Mhm. So, gehen wir mal hier außen lang. Du, 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 du. So, schauen wir mal. Das Linus. Bitte reiße nicht mein Zelt ein. Das habe ich nicht vor. Ist schon einmal vorgekommen. Oh, das tut mir aber leid. So, jetzt kommen wir nämlich hier oben lang. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hi. Wer bist du? Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Aha. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Okay. Also, okay, wir sehen schon mal, er heißt Marlon. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aha. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Tada! Du erhältst rostiges Schwert. Okay. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten.
Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Okay. Ich könnte jetzt da runtergehen, aber wir haben keine Spitzhacke dabei. Müssten wir sonst nach der Mittagspause sozusagen mal nochmal vorbeigehen, wenn wir das schaffen. Wir schauen mal. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zur Farm. Schubidu. Hier mein Hofbuch. Hofbuch. Erkunde die Mine. Erreiche Ebene 5 in den Minen. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo Katamau ist. Wir gucken mal. 1, 2, 3. Ah, da hatten wir, glaube ich, auch schon Sachen eingepflanzt, ne? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 Tage. Pflanze sie im Frühling. 1, 2, 3. Und die anderen drei Samen packe ich mir hier in die Kiste. Und das lassen wir mal hier. Ich nehme mal die Spitzhacke mit. Warte, ich muss mir das anders sortieren. Das. Falls wir nicht mehr genügend. 13 Energie. Okay. So, und dann gehen wir zurück. Und dann werfen wir mal einen Blick in den alten Minenschacht. Und gucken, ob wir ein paar Erze finden können und was uns dort unten sonst noch so erwarten wird. Das werden wir dann gleich sehen. Da oben ist wieder Linus. Huch. So, flupp. Es scheint auch hier einen Aufzug noch zu geben. Hier geht's anscheinend noch weiter. Dein Spitzhacke ist noch nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Alles klar. Okay, hier ist schon mal nichts. Und wir müssen uns jetzt hier durchgraben, um tiefer in den Minenschacht zu kommen. Zukommen. Da haben wir schon mal Kupfererz gefunden. Da ist die Leiter. Und diese Sachen hier sind halt sehr gut, um zum Beispiel Stein zu sammeln. So, dann gucken wir mal. Was ist nächste Etage? Da ist schon mal der nächste Gang. Und aus diesen Insekten bekommen wir Käferfleisch. 2, 3, 4, 5. Haben wir einen Topaz gefunden. Wir gucken mal, was hier. Hier ist auch noch ein Leiter. Da sind so mit die nervigsten. Das sind nämlich Schleime. Von denen bekommen wir auch ganz einfach Schleim. Ich habe da für mich so die Technik irgendwo dahin, wo sie nicht hin können, also weg können. Denn die können sowieso springen, sage ich mal. Das werden wir bestimmt auch noch sehen. Sehr gut. Da ist ein Siedlerkrebs, würde ich mal ihn benennen. Da haben wir nämlich auch eine Krabbe. Habt ihr das gerade gesehen? Dieses Plöpp. So, und wenn die uns treffen, dann kriegen wir auch Schaden. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Ne, kein grüner Nebel. Okay. War gelb. Da. Musik. Oh, da ist viel Stuff bei den Kisten da unten. Also was die mitunter zusätzlich droppen, ist immer unterschiedlich. Was man aber bei denen immer kriegt, ist halt den Schleim. Manchmal droppen die halt auch noch Harz.
Stopp. Sammeln ist nicht. Ah! Kommen wir denn? 6:30? Ja, das sollten wir aber schaffen. Uns hier raus zu buddeln. Zack, zack. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier unten noch an schönen Loot haben. Ah, wir müssen Sachen wegschmeißen. Ah, wir schmeißen den Harz weg und den Schleim. Weil von dem Schleim werden wir nachher noch meines Erachtens nach mehr wie genug bekommen. Ah, ein bisschen Kohle, für die wir keinen Platz haben. Ja, erstmal. Ja, möchte eigentlich Kohle eigentlich gerne mitnehmen. Was ist das denn? Hier ein Käferfleisch, komm. Können wir jetzt mal bitte aufhören, neue Sachen zu bekommen? Ich habe keinen Platz mehr in den Taschen. Und viel mehr Zeug kann ich nicht wegschmeißen. So. Oh, wir sind erst auf Ebene 4. Ich habe gedacht, wir werden... Nee, dann Mine verlassen. Denn bei der Mine ist es so... Scheint nicht zu funktionieren. Alle 5 Ebenen wird praktisch... kann man dann mit dem... Schaltet man... eine Aufzugebene frei. Also erst auf Ebene 5 würden wir den Aufzug freischalten, sodass man, wenn man weiter nach unten geht, nicht jede Ebene einzeln durchforsten muss, sondern immer eben in 5er-Schritten praktisch gespeichert wird. Das sind halt die Checkpoints sozusagen. Okay. Und dann schauen wir mal eben. Ich glaube, wir brauchen bald eine neue Kiste, ne? Stein, Kupfer. Boah, gerade so. Gerade so. Okay. Ich sage, gehen wir mal rein. Wo ist der wo ist die Katze? Der Kater. Katze. Oder die pennt draußen. Egal. Wir schmeißen uns jetzt ins Bett. Da, oh nein. Oh nein. Freunde, wir haben ein Problem. Ja, okay. Die Katze lag im Bett. Level up, Hofarbeit Stufe 1, plus 1 Gießkannen-Effektivität, plus 1 Hacken-Effektivität, neues Herstellungsrezept, Vogelscheuche und wir können Standarddünger herstellen. Okay. Und mit, na, also die bringen schon, ich sag mal relativ viel, 15 Profit machst du im Prinzip pro Pastinake, weil ein Pastinakensamen kostet 20 Geld, 20 Gold. Ja, ich würde sagen, hier beenden wir jetzt mal den Tag, diese Folge. Das war Tag 5 des Frühlings mit sehr vielen Cutscenes. Also wir hatten die Cutscene mit dem Gemeinde. Am Anfang erstmal, wir haben die Katze bekommen. Kater Mau. So nenne ich den jetzt so. Dann hatten wir die Cutscene mit dem Gemeindehaus, was wir uns auch angeguckt haben. Und dann hatten wir noch die Cutscene mit der Höhle, also dem Minenschacht. Ich finde, wir haben schon ganz schön viel erlebt heute. Und mal schauen, was wir dann in der nächsten Episode erleben. Bis dahin, tschüss.